Und heute werden wir einen Brawl Stars Fake testen, der ausnahmsweise mal nicht White Clash, sondern Super Cat ist. Meine Freunde, meine Softbox springt gerade. Auf jeden Fall hat dieser Brawl Stars Fake auch ein paar veränderte Dinge, wie zum Beispiel den Showdown-Modus. Ich möchte gar nicht zu viel spoilern, aber in diesem Showdown-Modus von Super Cats gibt es Häuser, Loot Drops, aus denen man Special Abilities, Superpower und etc. urviel kriegen kann. Extrem cool, aber ich würde sagen, ich zeige das Ganze einfach mal. Gut, meine lieben Freunde, wir sind ja jetzt in der Lobby von Super Cats und wie ihr es hoffentlich schon hören könnt, habe ich es endlich geschafft, mein Mikro hier wieder in Gang zu setzen. Die Lobby hier schaut wirklich sehr ähnlich aus zu der von Brawl Stars früher, also circa 2018, hat die Lobby von Brawl Stars ungefähr so ausgesehen in der Beta. Ein Shop-Symbol ist auch ident dasselbe oder halt fast dasselbe. Hier im Shop gibt es deutlich mehr als in Brawl Stars selbst. Hier haben wir Gems, Münzen, die man sich hier kaufen kann und auch gratis Münzen. Alles ganz gut gemacht eigentlich. Hier lauter Skins, weil es gibt hier wirklich viele Skins in diesem Spiel. Wir schauen uns mal die ganzen Super Cats an, beziehungsweise die Brawler. Die heißen hier in dem Fall jetzt einfach Super Cats. Ja. So, also die ganzen Brawler, wie ihr schon sehen könnt, sind einfach gefakte Brawl Stars Brawler quasi. Also wie ihr hier seht zum Beispiel Pam, die heißt in dem Spiel jetzt Florenz, aber ist eindeutig Pam, finde ich. Oder hier Terror mit den Karten. Aber auch die ganzen Anfangs-Brawler, wie zum Beispiel hier Dynamike mit zwei schönen Bomben. Oder Lampo ist in dem Fall hier jetzt eindeutig Cold mit diesen zwei Waffen. Was schon ganz cool ist, finde ich, ist, dass man hier zum Beispiel, das hier ist der Shelly Fake, dass wenn man die verbessert und irgendwann auf höheren Stufen hat, dass man auch bessere Waffen dazu kaufen kann. Dann kann man hier auf Waffe gehen und hat dann hier verschiedene Waffen, die teilweise auch verschiedene Fähigkeiten, sage ich mal, haben. Also hier zum Beispiel die ganz normale Standardbombe. Das hier wie aber eine limitierte Bombe, weil ich spiele das Spiel, beziehungsweise ich habe das früher schon mal gespielt. Diese Bombe hier zum Beispiel, das ist eine größere Reichweite und macht ein bisschen mehr Schaden als die normaleren Bomben. Hier gibt es auch ganz coole Skins. Hier zum Beispiel diesen interessanten Skin hier von so einem Roboter. Aber es gibt auch witzige Skins, die es halt in Wirklichkeit auch gibt. Hier zum Beispiel so Naht rückwärts Thanos. Tja, ich würde sagen, wir machen direkt mal eine Runde Königskampf bzw. Showdown. In den anderen Modus hier Kopfkelt, Gemcraft und Doppelte, das ist in dem Fall jetzt einfach der Tresorraub. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine Runde Königskampf, weil alle anderen Modus sind einfach identisch dieselben. Bei Königskampf haben sie sich dann wirklich was einfallen lassen, weil dieser Modus ist wirklich ziemlich anders als jetzt im Brawl Stars. Ich würde sagen, wir nehmen hier Akabul. Da können wir auch schon eine ganz gute Waffe auswählen. Das sehen wir eh hier mit Distanz, Nachladen, ATK und Wut. Und da ändert sich schon ein bisschen was. In dem Fall ändert sich jetzt nur mal die ATK. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, wie gesagt, auf diese Art Dynamike hier gehen, sehen wir, der hat hier eine Distanz von 20, Laden 20, Wut 15. Da hat es ATK 715, Wut 15. Ja, Distanz auch nur 15. Sehr interessant. Und in dem Fall sind das zwei Bomben. Bei dieser gesperrten Phantombombe ist es nur eine Bombe. Also auch recht interessant hier. Ich finde dieses Waffensystem eigentlich ganz cool gelöst, weil dann kann man irgendwie noch mehr Sachen freischalten. Und es gibt auch limitierte Waffen, wie zum Beispiel hier Klingglöckchen. Oder wie ich jetzt auch hier eine limitierte Halloween-Waffe habe, vom letzten Halloween. Gut, wir nehmen einfach mal Bull und wählen diese gute Waffe. Dann nehmen wir noch einen schönen Skin. Da gab es auch witzige Skins. Ich nehme mal den hier. Ich finde den einfach extrem heftig, ehrlich. Würde es eigentlich feiern, wenn es so einen ähnlichen dann auch im Brawl Stars selber geben würde. Wir drücken einfach mal Start und da kommt schon mal eine sehr interessante Sache, sage ich mal. Ihr seht, diese Spieler laden sehr gleichmäßig und braucht einfach sehr lange. Warum? Ich denke mal, dass es so ist, dass wenn hier keine Echtspieler gefunden werden, dass hier einfach Bots gefunden werden, weil einfach die Spieler auch, tja, ziemlich schlecht sind. Okay, interessant, hier wurde gerade 1, 2, 9.
Gut, meine lieben Freunde, diesmal hat es zum Glück geklappt und wir sind direkt in einer Runde Showdown. Gut, wie kann ich gehen? Ich kann nicht gehen, what the hell? Ah, okay, ich schnapp mal hier einfach diesen Joystick, weil im Computer geht das irgendwie nicht so gut. Okay, ihr seht, hier sind quasi Power Cubes, aber da gibt es manche mit Waffen und andere hier im Gebüsch mit diesem interessanten Symbol hier. Und dadurch kriegen wir diese Special Ability, eine Kanone, die wir aufstellen können. Dieses große Schwarze ist übrigens ein Haus. Gut, hier gibt es auch noch Heilstuff. Den können wir auch gut gebrauchen. Und diese Legendentruhe kommt, das ist quasi ein Loot Drop. Der wird uns auch hier angezeigt, wo der ist. Das finde ich einfach ein mega heftiges System, dass es hier Häuser gibt und Heilzeugs etc. Diese Gegner sind hier gerade einfach absurd schlecht. Also ich gehe mal davon aus, dass das Bots sind. Okay, ich bin ja gerade auch absurd schlecht. Aber das liegt vor allem daran, dass ich hier nur mit dieser Maus immer so steuern kann. Okay, hier liegt auch cooler Stuff rum. Was macht das hier? Ich change das einfach mal mit diesem Item. Wow, hat mir gerade volle Leben gegeben. Hier kann ich Bomben austauschen. Beziehungsweise diese Bomben hier, das ist so eine zweite Waffe quasi. Ja, nehme ich mir diese Schrotflinte oder was das hier ist. Gut. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt ins nächste Haus rein. Wie wir sehen, da oben gibt es eine Leiste, wo wir sehen, wie viele Leute noch leben. Und das ist tatsächlich nur noch ein einziger Gegner. Und da kommt sogar noch eine Legendentruhe. Und da gehen wir, glaube ich, direkt auch mal hin, weil ich mal davon ausgehe, dass unser Gegner auch hier zur Legendentruhe kommen wird. Ich verschanze mich hier einfach mal. Okay, nee, da. Doch, doch, hier kommt er schon. Wow, Leute, da kriegen wir eine legendäre Waffe. Ich werfe das einfach mal. Wow, das hat gerade irre viel Schaden gemacht. Hier platziert noch dieses Heilding hier. Interessant. So, das ist vom Gegner. Okay, dann place ich hier jetzt meine Kanone. Und diese Kanone macht auch ordentlich Hits, sehe ich gerade. Okay. So. Leute, erste Runde, epischer Sieg. Aber wie ihr gesehen habt, die Gegner sind einfach absurd schlecht. Das sind vermutlich nur Bots. Hier sehen wir schon die Zone, die ist einfach nur lila. Ja, jo Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, bitte lasst auf jeden Fall mal einen Like da und abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Jo, tschüss Freunde!